Ja, Hallöchen, schön, dass Sie den Weg wieder hierhin gefunden haben. Ich versuche mal, ob ich das hier irgendwie gedeichselt kriege mit Monitor hinter Monitor und Monitor. Wir bauen jetzt einen weiteren PC und zwar geht es darum, Laptop-Situation, i7-7700, GTX 1070 Mobile, in etwa die Leistung und vielleicht etwas mehr, wie auch immer. Sowas in der Richtung wird gewünscht für einen Desktop-PC. Weil der Laptop heiß läuft und die Tastatur jetzt langsam anfängt zu mucken. PC-Doc Berlin würde sagen, nach heiß kommt kaputt. In diesem Sinne muss man halt immer gucken, ne, was man so macht. Und ja, ich bin mal ein bisschen ins Hardware-Lager gegangen. Hab geguckt, was ich da so habe. Da habe ich unter anderem so ein schönes Mainboard gefunden. Hab halt auch hier so ein bisschen so, ja, was wollen wir machen? Sollen wir AMD oder Intel machen? Und es geht halt hauptsächlich ums Gaming. Und da im Moment tatsächlich Intel CPU-Preise auch relativ interessant sind, wenn man dann noch mehr Leistung haben will, eventuell, dann kann man das durchaus machen. Dann gibt es da so Dinge, die man machen kann. Und das gucken wir uns gleich an. In diesem Sinne, kurzer Schnitt. Ich habe kurz noch was an meinem vorherigen Projekt gedeichselt. Das läuft jetzt gerade etwas im Test. Also der Tisch ist noch voll, aber ich habe quasi Platz für ein Mainboard. Ein altes, bekanntes. Auf welches wir aufbauen mögen, weil es ist auch zu schade, dass es im Schrank liegt. Booms! Tomahawk! Z370 Tomahawk, etwas aufgebläht. Keine Angst, es ist kein Elko. Es sind nur Kartons und Kartons. Und Beschreibung in Beschreibung. Gute Nacht, TomCom. Danke fürs Einschalten. So. Hier ist es. Geht der LAN-Port noch? Psst. Psst. Please don't jinx it, thanks. Muss nicht sein. Nein, also wir haben das Z370 Tomahawk. Ich mache jetzt mal die Blende wieder drauf hier. Wie so schön ist das ist. Das ist quasi, das ist fast wie neu. Das lief bei mir ja nur ein paar Monde. Deswegen werde ich hier auch, also hier oben mache ich auf keinen Fall was. Dafür lief es zu kurz. Wir gucken mal unter den Chipsatzkühler, was da los ist. Geht jetzt dann auch. Ja, das funktioniert, das Mod. Mach mich nicht fertig. So. Ja gut. Das kann man mal ersetzen. Jetzt nimmer. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Wer hat sie den Soundchip geflasht? What are you talking about? Das war da, also auf dem Ding, auf dem Board, habe ich mein PUBG Solo Dinner gemacht. Ja? Ja? Auf dem Board sitzend. Yo, good night. Vielleicht sieht man sich ja morgen flüchtig. Mal gucken. So. Oder halt Monday, Monday. Gute Erholung, schöne Grüße. Crypto, hey! Legendary. Ja, Mann. Kann mir wer sagen, mit welcher Grafikkarte ich mit dem 39X in CPU-Limit laufe? Im Flight Simulator fast mit jeder, ne? Kommt ja mal auf die Auflösung an und so weiter. So. Ich brauche mal mehr Zeug hier. Die Packung war leer. Und die Packung ist gut. Schwengeldengel. 1440p Hardware-Bastler. Servus. Grüß dich. Okay. Das ist auch so eine Pampe so.
festes Zeug da. Wo ist das iFixit? Wenn man das sucht. Let me fix it for you. Hä? Hallo? Gibt's dahinter? Nein? Ja, geht ja gut los. Verpeilter Cracky ist verpeilt. Hier ist es. Ich hab's gefunden. So, wo war die Explosion? Kaugummi, ja. Aber hallo, ey. So. Da müssen wir gleich mal mit Alkohol ran. Ich denke mal, hier können wir mit dem Rakel was rakeln. Orakeln. Das ist so eine Art ultralang haltbare Wärmeleitpaste, ne? Ich denke mal, gegen so ein Ultra-Softpad spricht da nichts. P13 derzeit, stabil am Fahren. Ja, nice. Wie viele Stunden sind es noch? Wann sind die gestartet? Heute Nachmittag oder heute Abend? Oder kurz vorm Versteinern. Das ist halt so hart. 9 Stunden 50. Krass. 11 Uhr ist es losgegangen. Oh mein Gott. Super crazy. So. You can't even fix your friend with iFixit. Schlagen sich zu zweit bis 7 Uhr die Nacht in die Ohren. Mit zwei Mann fahren die. WTF! Der dritte ist Pen. So. Moment, Voice, danke fürs Abo an die Ringelnudel. Wupp, wupp. Dankeschön. Was meint ihr? Ultrasoftpad oder Paste? Ich glaube, ich bin für Paste. Paste, Paste. Gut. Machen wir dann einen schönen Klecks Paste drauf. Oh, MX4 Paste. So spezifisch auch noch. Okay. Einfach eine Megawurst drauf. Haben die Nachfahren auch noch was von. Juli Megawurst. Der beleuchtete Chipset Man in the morning. Er verpipscht noch einmal.
So. Ja, Jace hier. Ja, Jace the Sense, ja. Ist geil. Hallo? Omelette. Ist das die falsche Schraube? Kann sein, ne? Warten Sie mal. Die da, 1, 2. Ja, hier, die mit der Sprungfeder. Das war's the wrong. Wrong screw. Das ist die von dem, von der Zierblende gewesen. Die kam auch so mächtig vor. Mann, Mann, Mann. Kurzer Statusbericht, Score bleibt recht stabil. Aber so, und das hat funktioniert. Sehr gut. Okay, das haben wir frisch gemacht. Das wollt ihr auch mal gerne machen. Dann gucken wir hier mal. Deswegen, wegen Tomahawk Series. Das musste ich damals abmachen wegen, wegen der Vaku, die ich da drauf gebaut hatte. Der Ayo. Jetzt überlege ich gerade, wo die Minischrauben denn drin waren. Das hier war offensichtlich dann eine dieser großen hier, ne? Ich glaube, die Minischrauben kamen von ganz woanders her. Denn diese Minischrauben abgemacht. Stecker? Nee, beleuchtet ist das Ding nicht. Ach, da oben habe ich die rausgeschraubt. Die waren auch so Designelemente. Stimmt, die waren nur Designelemente. Hier oben drauf. Nee, IO-Shield ist zum ganz normal zum Stecken. Da brauchen wir so einen kleinen Torxi. Danke, Chef, ich habe einen Ohrwurm. Ratatatatarat. War das das? Let me see your hands! Das ist irgendwie eine Nummer von Carpenter Brut, die er dann da interpretiert hat. Also das kann auf jeden Fall nicht so happy sein im Original. Aber egal.
Moin Dragon, grüß dich! So, ich habe jetzt etwas gemacht, was ich normal seltenst mache, aber ich fingers crossed eine Trade-CPU gekauft. Nicht nachmachen. hier kommt jetzt ein Prozessor. Ein 99er. Jetzt fragt, warum sagt er das mit dem nicht nachmachen? Naja, das Trade-CPUs haben halt das Problem, du hast keine Herstellergarantie. That's a big problem, you know. Gar nicht auf dem Schirm, dass es den ohne K gab. Ja! 315 Euro. 8 Kerne, 16 Threads. Keine Ahnung, wie er sich verhält im Boosten, in Games. Beim Rendern, I don't know, diese 3,1 GHz, die da draufstehen, da kannst du ja nichts drauf geben. Ja gut, Gewährleistung. Dafür habe ich es ja gefilmt, dass ich ihn einbaue. Hey, guck mal, die NVMe kennen wir irgendwo her. Crucial P2, 1 TB. Das Laufwerk unserer Wahl. Warum ohne K? Weil man da nicht auf dumme Ideen kommt. Und ich glaube nicht, dass es dem Anwender wichtig ist, dass er das Ding übertakten kann. Der kommt jetzt von einem Laptop. Der will es von der Lautstärke her relativ angenehm haben. Das kriegen wir alles hin. Wie lange geht's denn? Welche CPU kommt da rein? Die CPU ist schon drin, wie du siehst. Jetzt ist auch die NVMe drin. Und das ist ein Core i 7-9900. Man muss ja nicht immer dran spielen und sich dann darüber ärgern, was die CPU mit ihrem AVX-Offset will und so. Kann sie auch einfach benutzen. Und darum geht's. Das Board ist jetzt auch nicht das Überboard, was so Spannungsaufbereitung angeht. Es ist grundsolide ausgestattet, aber halt auch nicht das super, super mega Killer Board. So für ein 99K oder so ist es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Ist das nicht ein Core i9? Ja, dann ist es halt ein i9. Sorry, 8 Kerner. Ja, hast recht. i9, ja. i799, auch lustig. Ja, i9. i9 doch nicht. Hier, Brötchen schneiden. Wir sind wieder bei Fermeride. Macho Direct. Old but gold. There we go. Das ist eine TLC, ja. TLC Chasing Waterfalls. Cracky räumt das Lager. Klar, muss alles mal sein, ne? So. Der ist pretty cool.
Ich dachte, die können es hardware-seitig schon gar nicht. Ich dachte, die Funktion wäre gar nicht in der CPU drin. Und jetzt auf einmal doch. CPU 315. Ich glaube, die 140mm Version von Firmware hat 240 Watt, oder? Kann sein, ja, dass sie so spezifiziert ist. Ist gut möglich. Artikel bei CB sagt jetzt was anderes. Okay, interesting. Ja. Am Ende, why not? Nehmen wir alles mit, ne? Kann man die gut OC? Nee, ist keine K-CPU. Ja, wir müssen in die in das mittlere. Almighty Retention. So. So passt's. Hodr. So. Ja, für einen Ride-Preis-Leistung super. Hoppala. Kommt da sonst keine Festplatte ran? Nee. Nö, nö. 1 Terabyte. Ab dafür. Die Cruise Empire hast du schon etliche Male verbaut, oder? Ja, ist das zweite Mal jetzt. Das ist die P2, das ist die neue. Gut, Datentennis ab. Hochfremd 100, danke. Hab wegen dir meinen ersten PC gebaut, zwar fürs Büro, aber irgendwo muss man ja anfangen, kleiner als 3. Ja, Mann. Freut mich sehr. Ist immer wieder schön zu hören, solche Hintergrundgeschichten. So, sieht mit dem Retention Kit super aus. Alles da, wo es hingehört. Perfekt. Ob die gut für Datentennis ist, ja, definiere Datentennis. Das ist eine sehr, sehr gute, berechtigte Frage. Kingston A2000 ist auch schöne SSD. Wir haben jetzt halt auch das genommen, was so lieferbar war, sag ich mal. Und das mit einem Terabyte ist schon ganz cool. Gibt ein neues BioStar-Board, das du testen kannst. W550M Silver. Okay, demnächst. Projekt X. Wupp, wupp. Allerdings nur auf B550, gegebenenfalls X570. Bla, bla, bla. Ah, was ein Quatsch, nicht wahr? Wir wissen doch schon, dass es nicht daran liegt. Okay, wo ist jetzt hier wieder Kleenex? Hallo, Mr. Retention. Ich muss meinen Alkohol wieder auffüllen. Der ist schon verdunstet zur Hälfte. So. Für OBS-Spiele etc. als Videos draufhauen oder eher HDD nehmen. Ja, zum reinen Video-Recorden ist eine HDD sehr sinnvoll sogar.
Aber dann halt auch eine, die dafür gemacht ist. Die P1 hat QLC-Chips und die hat diese TLC, die sind ein bisschen langlebiger. So in der Theorie. Dafür hat, glaube ich, die P1 bessere Datendurchsatzraten. Hast du schon was getrunken? Ja, einige Male. Ich gehe mal kurz pusten, okay? Dann gucke ich mal, wie viel Promille ich habe. Ja, 0,0 Promille. War das ein Raid von Virtual Dimension? Draconian, guten Abend. Da gehe ich immer gerade aus der Tür und dann kommen die Jungs von VD rüber oder was. Habe ich einen Raid verpasst? Hallo? Das steht nicht mehr in der Historie vom Chat oder wie oder was? Grüß euch! Na, alles klar? Nein, wir sind nur so da. Ach so, auch cool. Weltklasse. Was habt ihr Schönes getrieben? Wenn ich nicht zu tun gehabt hätte, verflixt und zugenäht. Heute wart ihr mal woanders. Er ist ja auch cool. Aber schön, dass er reinguckt. Okay. Weltklasse. Naja, ich mach nicht viel. Ich manch halt mit. Ich hab schon wieder Alkoholfinger und manch halt mit Wärmeleitpaste rum. Das Übliche. Heute gab's Goblins, zweiter Teil. Geil. Goblins ist super. Ich hab das damals bei meinem Cousin gesehen und das war total faszinierend. Wenn auch als Kind so ein bisschen erschreckend, wenn die dann auf einmal so geschrien haben und du was falsch gemacht hast. Also, was ist denn da jetzt passiert? Aber sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich das Zweier auch mal gesehen habe. Ich glaube aber schon. Also das Einser, was der Dennis auch letztens gespielt hat, das kannte ich auf jeden Fall. Da wusste ich noch, wo der Hammer hängt. Wobei ich, glaube ich, nie über den Level mit der Mumie, die da läuft, hinweggekommen bin. So, wir haben jetzt hier einen Direct Touch Heatpipe Kühler. Oh shit. Und die Paste ist leer. Die Paste ist leer. Dann müssen wir die Riefen füllen. Das wird teurer Spaß. Das ist unbezahlbar, ich sage euch das. Was haben wir denn hier? Haben wir noch Hydronaut? Aeronaut. Wir können Aeronaut nehmen. Komm, Hydronaut. So. Ja, das hat er fertig gespielt. Ach, war das Goblins 2? Wird der Asrock untreu? Oh, schreib's in die Nachrichten. WTF. Was ist ein Blödsinn. Warum lese ich diese Blödsinnskommentare eigentlich immer? Ich möchte auch Amiga spielen. Ich hatte einen Traum vergangene Nacht, dass ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich nicht sonderlich viel zu tun habe, Goblins, zweiter Teil, nie Goblins 2. Okay. Zweiter Teil des ersten Spiels. Ich habe geträumt, dass ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich gar nicht so viel zu tun habe, aber der hat irgendwie aufgeschnappt, dass ich auch auf, mit Computern und mir auch mal wieder ein Amiga wünsche. Und ich habe geträumt, dass er so von mir, ja, komm mal hier, ich habe was für dich. Und dann steht dann im Büro irgendwie so zwei komplett aufgebaute Amiga 1000. Das ist doch so Desktop, oder? So ein Desktop-Gehäuse gewesen. Ein tausender Amiga. Weil ich habe geschrien, geheult, alles gleichzeitig. Weil ich das so geil fand. Ja, es war aber nur ein Traum. Nie gehabt. Ich hatte damals einen Amiga 500, sehr, sehr spät, mit zwei externen Diskettenlaufwerken dabei und da habe ich die ganzen Bundesliga-Manager-Dinger drauf gezockt und Elvira mir in die Hosen gemacht, Christoph Kolumbus gespielt. Also Dinger. Wo ist meine Kamera da? Warum braucht ihr den jetzt immer im Moment? Der Steve hat Bits da gelassen. Ah, das war das. Okay. So, wir füllen weiter Riefen aus. Ferner riefen. Und dann waren dann noch Disketten dabei. Und dann war dann auch noch irgendwie auch noch ein NES auch noch in Schickimicki und irgendwelche Games, die ich noch nie gesehen habe. Es war total surreal. Es war total crazy.
hätte der Amiga 500 1000, 2000 genug Exklusivtitel für so eine Minikonsole. Naja, das war halt schon so Multi-Zeit zu der Zeit, ne? Das war schon, da war ja schon immer alles Mögliche am Start. Da gab es dann halt Atari, viele Titel, die dann auch auf dem Atari erschienen sind, genauso wie auf dem IBM PC. Jetzt so, war das gerade Hans-Peter kurz? Habe ich wieder Mucken, wenn ich aufstehe? Das müsste man tatsächlich mal den Dennis fragen und den Hagen, wie das da ausschaut. Wo ist mein verdammtes Eislöffelchen hin? Ob es da so wirklich so die richtigen Bomben-Exclusives, die es dann halt nur auf dem Amiga gab, dann gibt. Weil zum Beispiel so Dinge die auf dem Amiga am besten waren. Ja, das stimmt natürlich, klar. Ja. Die Amiga-Version, beste Version. Alleine Lotus, die Rennspiele zum Beispiel, als ich da mal auf dem PC den Sound gehört habe, war schon zum Heulen. Im Vergleich. Sehr geil. Nee, das war schon leicht surrealer. Ein surrealer Traum. I have a dream that someday I will be in the cellar. Dann stehe ich beim Dennis vom Regal und sag, meine Güte. Jedermann braucht sein Hobby. Also, Teil, welchem Rennspieler auf PC? Ah, okay. So, Tomahawk macht Laune. Guck mal hier, jetzt haben wir hier noch den Rest hierfür. Dann haben wir Win-Win. Wiki, Wiki, Wiki. Ich meine, den Weg nach Hessen runter, den kenne ich gut. Da kommen ja auch Ravioli-Crew von uns her. Was ein Elend, die A45, ey. Baustelle hier, Baustelle da, Baustelle hier, Baustelle da. Und in die Gegenrichtung nicht. Machst du nix. Einfach ein Loch in den Finnen lassen für einen Schraubenziehdrücker ist so eine simple, clevere Idee. What? Wheel of Time. So. Und im Gegenzug baue ich dem Dennis einen Retro-PC oder so. So einen gescheiten. Dann bringe ich noch ein paar Capture-Karten mit. Als ich den Flipper geholt habe, das war kein Spaß. Ja. Da warst du ja ordentlich unterwegs, nicht wahr? Oh, ein geiles Video. Ist besser geworden, ja? Okay. Retro geht immer Cheer 512. Retro ist awesome, ja. Den ganzen Tag. Oh, hardcore, ja. Es erinnert mich so an die Games Convention in Leipzig. 2006 war ich das erste Mal da. Da sind wir auch. Morgens früh los. Mit einem Kumpel und der Freundin damals. Und dann hatten wir so. Wo waren wir eingeladen von einem Magazin und dann hat man halt so ein bisschen exklusiven Zugang auch im Business-Bereich und dann konnte ich dann das erste Mal die Wii sehen, eine Wii-Fernbedienung in die Hand nehmen und versuchen, Battalion Wars zu spielen, 10 Minuten lang, ohne irgendwas gerafft zu haben, aber es war total flash. Und dann sind wir abends um 7 in Leipzig wieder los. Wir hatten, keine Ahnung, 6-7 Stunden Fahrt. Wir waren dann um 3:30 in der Früh oder so, oder um 4 in der Früh waren wir noch bei Mc's was frühstücken. Dann irgendwie um 5 zu Hause. Oh, es war Hardcore-Tag. So, den Lüfter müsste ich auch nochmal säubern. Käsereibe installiert. So. Wollen ja eigentlich dieses Jahr auf die Games schon wieder ausstellen. Ja. Sau krass, hör mal. Kostet was nicht abartig viel Kohle? Ich muss sagen, ich kann so offiziellen Messe-Coverage-Zeugs kann ich ja nichts abgewinnen. Ne? Liegt aber in meiner Moderation. Die ist einfach zu weit weg von den. Zu weit weg von mir. Nicht im Retro-Bereich.
AVX bei Cyberpunk wurde soeben weggepatcht. Oh, liefen die Intels zu schlecht. WTF. Oh, was nicht alles gibt. So, okay. Machen wir so rum, ne? Retro Area hat das mit den Streams alles selbst organisiert, ohne Nichtswisser. Ah. Ah. Retro Area war schon cool. War schon geil. Fand ich auch mal toll. Da gab es noch mal irgend so ein Mario Jump'n'Run Clone. Ich glaube, mit einer Schnecke. Aber nicht das, was du gespielt hast. Ging auf jeden Fall voll ab. Hat sau Spaß gemacht. So, verarmt die SMT-Patch. Ja, ja, ist noch. It's a big Baustelle. So. Sehr gut. Der Firmware ist top. Der ist geil. Sehr basic natürlich vom Look her, aber Leistung stimmt. Bisschen RAM können wir auch noch einbauen. So, Cracky, jetzt habe ich den Ohrwurm dafür. Jetzt das Schneemann im Schnee, Schneemann im Schnee, SC. Hanemann im Schnee, Schneemann. Schneemann im Schnee, Schneemann im Schnee. Den hatten wir ja schon lange nicht mehr. Schnee, Schneemann im Schnee. Schneemann! Schneemann im Schnee, Tiger 100. Schneemann im Schnee. Damit du dir den nächsten Retro-Traum kaufen kannst. Schemrock 100, Schemrock 100, Schemrock 100. Danke, Schemrock danke. 100. Vielen Dank. Vielen Dank, Bastelgreis. Schön, das ist das. Kannst du mal kannst du schnell mal überlegen, was du gerade machst und wie viel das kostet? Ja, also ich baue gerade tatsächlich für den Kumpel eines Manns, meiner Arbeitskollegin, einen PC auf. Der möchte gerne einen Ersatz für seinen Laptop haben. Und der Laptop ist gar nicht schwach, aber der läuft jetzt heiß und die Tastatur fängt schon an zu mucken. Und er hätte jetzt gerne wieder einen PC auf dem Tisch. Und da ich ja einiges an Hardware da habe, die dann bei mir auch brach liegt und es ist schon ein bisschen schade, dass sie nicht benutzt wird, habe ich halt mal geschaut, was ich ihm so anbieten kann. Daher ist das natürlich ein bisschen relativ gesehen repräsentativ, was die Preise angeht. Jedenfalls ist es jetzt ehemalige Intel Desktop-Plattform. Es gibt schon die neuere jetzt. Das ist noch der Sockel 1152V2 mit einem i9-9900 ohne K, also ohne Overclocking-Spielerei. Da kommen jetzt 16 GB RAM drauf. DDR4 2400 habe ich hier noch am Start. Das tut bei den Intels nicht ganz so weh, wenn man die jetzt nicht voll ausfährt. Geht ja auch irgendwo ums Geld. Und das verfrachten wir natürlich in ein schönes Gehäuse. In ein simples Gehäuse, aber praktisch gut belüftet. Eine 1 TB NVMe ist schon verbaut. Also Laufwerk, Laptop und du tauschst das Mainboard gerade aus? Nein, nein, nein. Der hat halt einen Laptop und der will den jetzt dann an seine Frau abgeben. Die wird dann den wohl nicht so befeuern. Ich meinte halt zu ihm, eigentlich müsste man dann vielleicht auch am Laptop einfach mal schauen, dass man dann mal vielleicht die ganzen Wärmetransfermittel zum Kühlkörper mal austauscht, ne? Von wegen Wärmeleitpaste neu machen, Wärmeleitpads neu machen und so Dinge. Vielleicht kann man sogar noch irgendwas optimieren, was den Luftstrom vielleicht so angeht, dass man da vielleicht mal ein Dremel ansetzt. Staub raus ist natürlich auch erste Maßnahme, aber das wird wohl regelmäßig gemacht. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man es komplett aufmacht. Manchmal bildet sich ja so ein kompletter Teppich. Und dementsprechend, ja, das war aber dann nicht so die Option. Also das wollte dann einen neuen PC haben. Auf dem Niveau, was er jetzt hat. Jetzt hat er einen 77K oder einen 77er. Und eine GTX 1070. Jetzt kommt hier ein 99er rein. Ist natürlich eine Ecke besser, aber halt für die Zukunft durchaus interessant, weil es die CPUs gerade relativ preiswert gibt, die Intels. Weil AMD ja so stark zurückgekommen. Ja, ist raus. Was ist nun mit Cyberpunk? Patches raus zu Cyberpunk. Die Intel-CPUs, die sind gerade preislich halt durchaus attraktiv. Den gab es jetzt für 315. Die CPU. Kühler kam jetzt aus meinem Bestand.
Das Board, wenn man es neu kaufen würde, wenn man das denn noch kriegen würde, kriegst du aber glaube ich nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich irgendwo in der Region 130, 140 Euro. CPU 315, sind wir schon mal bei 470. Der Kühler, wenn man ihn kaufen könnte, ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. War irgendwas in knapp 50. Sind wir schon bei 520. Dann nimmst du die NVMe, 100 Euro, 620. Dann nimmst du den RAM, der ist nicht so teuer. 50 Euro, 60 Euro. Ich kann nicht mehr rechnen. 670, da kommt noch eine Grafikkarte dazu. Damit wir auf dem Niveau der GTX 1070 bleiben, ich habe gemeint, ich habe noch eine RTX 2070 im Schrank, war dann aber doch ein bisschen zu viel, als wir dann gesagt haben, na, wir können von der CPU noch ein bisschen besser gehen. Ursprünglich wollte ich einen 9700er drin haben, habe dann aber gesehen, dass der 99er nur 70 Euro mehr kostet und dann habe ich halt zum 99er geraten und so sind wir dann letzten Endes bei einer 1660 Ti gelandet als Grafikkarte. GTX 1660 Ti. Und mit 6 GB Bildspeicher und ja, die käme jetzt aktuell, ist die zu teuer. Die kosten aktuell, glaube ich, 260, 270. Ja, ist natürlich nicht so mit den vollen Kursen dann reinkalkuliert. Also knapp 1000 Euro ungefähr, ne? Er will auch nur ein Full HD sich hinstellen. Ich meinte, brauchst ja auch dann einen Monitor, dann nimmst du vielleicht WQHD in 27 Zoll. Hast gleich was Vernünftiges. Muss ja jetzt nicht 144 Hertz sein für den Gelegenheits-WoW-Spieler oder was auch immer er da genau macht. Du hast doch die 3060 Ti da. Genau, die ich von Nvidia bekommen habe, die muss ich natürlich gleich weiterverkaufen. Was? Ja, das so als ungefähres Roundup. Ich hoffe, man konnte mir folgen. Ich weiß ja, dass der Hagen auch meinte, er bräuchte einen neuen Computer. Darin geht, auf jeden Fall. Ne, also, ich ruf mich an. So, wir dupsen das hier mal rein. Ja, dann können wir jetzt schon das Gehäuse uns schnappen. 990 Ti. Was? Darin geht doch, definitiv. Frag mich, wie lange Dennis noch mit seinen... Dennis hat doch auch nur einen Quad-Core, ne? Frag mich, wie lange er damit noch zurechtkommt. Naja. Ist schon ein großer Leistungssprung. Ja, aber in dem Falle fast auch ein Aufpreis von fast 200 Euro. Na, das the Vision. Dennis daddelt immer nur mit mir. Ach so, sonst programmiert der nur, oder was? Und dann immer nur so Indie-Dinger. Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus. Aber der hat auch noch VR da, für Elite, ne? Oder wie war das? Jetzt habe ich hier die Kartons liegen gelassen. Gleich eine 3080 kaufen. Ja, ja. Damals. Ich habe auch noch VR. Was habe ich damit bisher gemacht? Beat Saber. Das war's. Und ich müsste mal wieder Beat Saber machen. Für mich und für die Wampe und für die gute Erinnerung daran. Wobei, ich habe auch tatsächlich Assetto Corsa damit gemacht. Auch verdammt gut. Aber ich weiß nicht, ob das Streaming tauglich ist. Womöglich schwierig. Ich hatte schon überlegt, aufzurüsten, aber ruckzuck ist man beim ganz neuen Rechner. Ja, das ist halt die Sackgasse Intel, ja. Schwierig. Geht schwierig. Aber ich schwimme ja in Hardware. Insofern, wenn das Bedürfnis da ist, kann ich mal auftauchen. So, wir holen mal das Gehäuse. Aber wir stellen erstmal diesen Trümmer hier vom Tisch. Genau, 66K, ne? Hast du den denn auch getuned? Hast du ihn schon geköpft? Übertakten bringt er nicht so viel, aber... Ja, Elite muss schon Wahnsinn sein, ne? Ist ja auch nur fürs reine Gaming ist das dann interessant. Aber ich meine, das ist ja gut. Kriegt das schon gut gewuppt mit der 1080 hast du ja, glaube ich, drin. Mit der 1080 und dann über den NVENC Encoder. Dann geht das schon gut. Ah. Das war die Tüte mit den ganzen Fermi Grizzly Klammer. Warum müssen Computer so schwer sein oder Gehäuse so groß? Guckt euch den Scheiß an. Game over. Ah! Knight Rider.
schon mal 19 Zoll Röhre durch die Uni getragen? 22 Zoll Röhre zur Retrolan hin und zurück und man hatte den Eindruck, man könnte Sonnenbräune machen. Ich habe auch noch eine im Keller. Wenn wir Retrolan machen, dann kommt die auch immer raus. So ein Compact, 22 Zoll. Ich glaube, das Ding alleine wiegt 30 Kilo oder noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr. Auf jeden Fall ordentlich schwer. So. Enemy BMP, dir auch eine schöne Nacht. Guck mal, der Yoshi da, wie geil. Hallo. Der Compact, den Marlin auch alleine tragen kann und danach Schmerzen hat. Ja, genau, genau der, Beefy. Ich würde ihn ja jetzt holen, aber dann mache ich meine Familie wach. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich den Platz hätte, würde ich mir den sogar anschließen. Der hat schon ein geiles Bild. Aber den Platz hat man heutzutage einfach nicht mehr. Früher hattest du Platz für eine Stereoanlage. Heute kommt alles aus einem Smart-Lautsprecher. Weil der Fernseher so groß geworden ist, oder warum? Warum ist der Platz nicht mehr da? Früher war der Platz da. Das Netzwerkproblem, das Mainboard habe ich kaputt gefummelt. Ein neues Gehäuse. Naja, es ist ein Fractal Design Focus G. Haben wir noch nie in der Sendung gehabt. Noch nie. In Schwarz hatten wir das noch nie in der Sendung. Stereoanlage sieht nicht steilig genug aus. Was ein Blödsinn. Naja, hat ja jeder seine Meinung zu, ne? Wir hatten den schon in Rot, in Grau, in Blau, jetzt in Schwarz. Und jetzt ist Flitschezeit. Einmal einen schießen, bitte. Ich traue mich aber nicht, den anzufassen. Der ist so statisch geladen. Kann man das irgendwie austricksen? Ja! Da gab es auch so einen schönen Clip damals. Heizung anfasst. Ja. Die Heizung ist versteckt. Mach Licht aus wie Lichtbogen sehen. Das Erdungsarmband. Oh ja. Das ist so lästig. Ich hab's mal gemacht. Ich find's so lästig. So. Tada. Simples Gehäuse, gut belüftet, Meshfront, ja, Acrylseitenfenster. Warme Luft kann da oben absteigen. Was wünscht man sich mehr? So, simpel, preiswert, durchdacht. Mit etwas labbrigen Seitenteilen und viel zu fest gezogenen Rändelschrauben. Meter Kabel am Fuß dran. 2 Uhr, erstmal Gehäuse ausgepackt. Dit ist basteln. Richtig. Na, wie waren die Rennen? Was sagt der GT4? Lieber Ribbel. Ja, ich muss sagen, also, was die Jungs bei Virtual Dimension machen, die kriegen das schon astrein. Die lassen die Spiele immer atmen, schauen sich in Ruhe die Anleitung an und all so Dinge. Das ist so geil. Ich feiere das hart. Ich finde das super. Einfach so
Einfach das Hobby frönen, wie man es früher gemacht hat und das dann in Videoform bringen, ist genau das, worauf auch Ravioli seine Wurzeln hat. Einfach die Freude am Spiel zu vermitteln, nach draußen zu tragen, den Leuten die Scheuklappen wegzunehmen, von wegen, die Wii ist eine Kinderkonsole. Das war so der ursprüngliche Antrieb. Junge Hüpfer ist auch da. Wer, der Schmettes? Ich muss was trinken. I need to drink something. Ja, genau das. Das funktioniert ja. Sympathisch. Cremig gut. So, wir holen, würde ich sagen, einen Lüfter von vorne nach hinten. Mal ganz rote Ohren, wenn du mich dafür feierst, dass ich das mache, woran ich viel Spaß habe. Ja, aber hallo. Oh, der geneigte Zuschauer. Das ist auch geil mit den ganzen Insidern und so. Und das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie habe ich denn euch nochmal entdeckt? Ich glaube, es war einer der Zuschauer auch schuld. Wie bin ich denn über Virtual Dimension gestolpert? Das wurmt mich jetzt. Ich war total geflasht. Ich war total fertig. Zum einen dachte ich, der Hagen sieht aus wie unser Mad Cow. Denn was zur Hölle? In älter. Was ist denn da los? Und dann, das war total, total perplex. Das war ja total crazy. Ich weiß nicht mehr. Was war das erste Video? Ich habe auf jeden Fall sehr viele gesehen. Sehr viele. Nicht alle. Da würde ich lügen. Definitiv. Aber mit meinem Sohn auf jeden Fall die ganzen Minecraft-Dinger durchgemacht. Kaninchen. Und das war pretty cool. Also, Lobeshymne auf Virtual Dimension. Wenn ich es nicht vergesse, ist das jetzt verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist dieses Fensterchen, was man unter dem YouTube-Video aufklappen kann. Kaninchen. Hagen, Creeper hinter dir. In Zeitlupe. Wisst ihr, wir haben uns die Szene so oft angeguckt. Oh Mann, ey. Aber der Jan auch tiefenentspannt. Ach, 30 Level. Da kann man was aufklappen? Ja, man kann auch die Szene wieder wechseln. Ich habe einen Lüfter entfernt. Und hier war irgendwie der eine, das Schraubensäckchen. Ich weiß. YouTube-Historie. Es war irgendwas. Irgendwas mit Dennis. Ah, faszinierend. Faszinierend, wie sich so die Wege dann kreuzen, zusammenfinden und so. Kannst du mir ein Gehäuse mit vielen 3,5 Zoll Schlitten empfehlen für einen Unraid-Server? Gibt es da nichts von Ratiofarm, von Fractal Design? Gibt's doch bestimmt. Momentan dein Video vom PC-Bau für Rennradmann nochmal angesehen. Lebt der PC noch? Sicherat. Der wird im Homeoffice genutzt. Wie wahnsinnig, du. Jeden Freitag, glaube ich. Nee, Quatsch. Hat einen anderen Homeoffice-Tag. Alle können Homeoffice machen, nur ich nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich komme damit zurecht. Ich wüsste auch nicht. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr ineffizient. So. Zum Glück haben wir jetzt wieder einen Drucker. Define R5. 8 Platten plus SSDs. Ansonsten, was gibt's noch? Es gibt natürlich noch Nanoxia Deep Silence 1. Bin seit März im Homeoffice, funktioniert gut, aber langsam nervt's. Ja, Kumpel hier, der Mattis, ist auch Dauergast dann im Keller gewesen, wo er normal seinen Rechner hat, wo er dann abends sich manchmal zurückzieht und dann halt mit uns daddelt oder so, ne? Und dann sitzt er den ganzen Tag im Keller und dann abends noch. Jetzt ist er nach oben umgezogen.
Hat er sich im Wohnzimmer einen Homeoffice Platz gemacht. Ja gut, was willst du machen? Wir müssen da alle durch, wir müssen da alle an einem Strang ziehen und dann kriegen wir den Kanu wieder aus dem Dreck gezogen. Das nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. So. Was ist eigentlich aus der Melkmaschine geworden? Soweit so gut. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Wir haben wenig Kontakt. Aber das ist nichts Schlimmes. Schwer beschäftigt und so. Und Interessen driften halt ein bisschen auseinander. Aber ist okay. Also wird wohl funktionieren. Weil sonst wären die Kühe böse. Deep Silence 1, 8x35. DS5, 11x35. Und der Deep Silence 3 kann, glaube ich, 5x35 war. 27 Leute um 2 Uhr. Kann man mal machen. Ist so eine Nischensendung. Ist eine kleine Sendung. Semi-erfolgreich. Semi-erfolgreicher Twitch-Kanal. Sendung sowieso. Muss man als PCGH-Moderator wissen. Genau, die ganzen Luftschlitze zugemacht. Und so weiter, ja. Mein Gott. Man hat halt gebrainstormt und gemacht. Ich bin halt ein Macher. Das hat mich Igor von Igor's Lab hat mich da auch gelobt. Du bist ein Guter, du bist ein Macher. Ich so, okay, danke. Das war ein gutes Lob von ihm. Als wir in München da einen gehoben haben. Mann, war das heiß. Nicht der schönste Platz ohne Ende, Ernie. Ja, komm, Gehäuse rein. Oh mein Gott. Aber das wurmt mich jetzt. Also, oder war das irgendein Technikding? So, wir laden einen. Kann das sein, dass es. Aber das Spiel, wir laden. Also, ich weiß ja, das Video, wir laden ein C64-Spiel von Kassette. Das ist ja ultra viel geklickt. Man kann sich da nie einen Reim drauf machen, wieso Videos so beliebt sind auf einmal. YouTube-Algorithmus halt. Also, Greggy, hättest du eine gute Alternative zum Asus ROG X570e für den Ryzen 9 500X? Ich kenne das ROG halt leider nicht. Bei X570 käme jetzt nur MSI Unify in Sinn oder sowas. Aber B550 weiß ich, dass die ASRocks gut sind. Also alles Steel Legend aufwärts. Sind uneingeschränkt empfehlenswert. Naja, das freut mich. Dankeschön. Was das da damals war, ich weiß es nicht. Wurmt mich jetzt tierisch. Auf jeden Fall. Letztes Jahr Adventsstreams waren absoluter Oberburner. Das war genau der richtige Schritt. So. Gut. Das ist ja alles schön vorbereitet soweit. Dann gucken wir mal, was der Ball macht. Wie viele 9-Punkt-Gurt? Wir brauchen den 9-Punkt-Gurt, der patentierte 9-Punkt-Gurt. Das ist jetzt der Lüfter, der dabei war, oder? Ja, genau. Das sind zwei Gehäuselüfter, waren vorne integriert, ne? Vorne drin. Damit wir aber einen Durchzug hinkriegen, habe ich halt einen von vorne raus und nach hinten gesetzt. Richtig. Also, kann, wenn man es übertreibt. Ich habe in meinem Racing Rig, habe ich auch dieses Gehäuse tatsächlich. Hab da den dicken 16-Kerner von AMD drin und die neue RX 6800, so ein Brett von Karte. Dann habe ich tatsächlich 2x140 hier vorne, ein 120er hier im Boden nochmal oder ein 140er sogar. Dann nochmal 240er oben und noch ein 120er hinten. Also hier kannst du schon Tennis machen, wenn du Bock hast. Mist, mein Wasser ist alle. Grab something new, dude. So. Leg dich hin, weil ich so verliebt bin, die Spinnen. So, jetzt kommen die Abstandshalter. Wenn ich sie denn finde. Hier. Haben wir auch eine Montagehilfe? Ich glaube schon. Trinken, schreibt er. Da muss ich mich dran halten, ne? Also normal bist du ja meistens gut beraten. Was echt Gold wert ist bei Gehäusen, ist, wenn oben die Luft raus kann. Das ist einfach Gold wert. Das ist aufgrund der Wärme, die nach oben steigt, wenn die einfach da entweichen kann, muss der Lüfter hinten einfach weniger machen.
Und dann hast du tendenziell leichter ein leises System, als wenn alles zu ist und gedämmt. Weil dann einfach die Lüfter auch mehr bewegen müssen, wenn du leistungsstarke Hardware drin hast. Staubst denn da nicht rein? Der hat oben tatsächlich so ein Staubfiltergitter. Nein, es ist natürlich... Warum ist das kurz schwarz? WTF? Ist natürlich nicht der heilige Gral, aber es ist drin. Das sind hier diese... Sieht man ja dieses Wabenkonstrukt, dann ist dann da so ein Gitter. Ist okay. Im Zweifel sorgst du dann noch für einen Überdruck im Gehäuse. Dann machst du halt mehr Lüfter rein, die direkt frische Luft ins Gehäuse ballern. Sprich, du machst vorne noch einen rein, dass du dann einen leichten Überdruck im Gehäuse hast. Dann kannst du den Staubfluss halt kontrollierter fokussieren. Dann sammelt sich der ganze Staub tatsächlich nur hier vorne, anstatt dass er durch einen Unterdruck durch alle Ritzen was ansaugt. Und rein theoretisch, vielleicht drückt er sogar oben was weg. Glaube ich eher nicht dran, aber ist jetzt nicht so kritisch. Zumindest nicht, dass ich es irgendwie bisher beobachtet hätte, dass das da... Migager, danke schön für dein Prime Sub, man. Wir haben den Ton ja ganz unten. So, ein bisschen hoch damit. Raptus Juwel. Servus, moin. Also so kritisch ist das tatsächlich nicht. Die meisten haben dann auch entsprechende Filter dann oben drauf oder halt so eine Filtermatte, so eine magnetische. Bei so vielen Lüftern ist das dann nicht laut. Ja, nicht automatisch, ne? Wenn die mit einer niedrigen Drehzahl laufen, dann ist das vielleicht ein sanfter Luftstrom, den man vernimmt. Aber kommt natürlich auch mal auf die Lüfter an. Ne? Manche Lüfter machen ja schon Grundlaufgeräusch. Das ist dann natürlich sehr nervig. Sehr schnell. Aber pauschal laut würde ich jetzt nicht sagen. Kommt natürlich immer halt einfach auf die Komponentenwahl auch an, ne? Das ist... Damit steht's und fällt's. Müssen wir mal gucken. Gleich ist ja hier... Gleich sollten wir soweit sein. Und dann können wir... Oh mein Gott! Können wir die Kiste hier auch in Betrieb nehmen? Das ist... Die wissen schon, warum sie diesen... Warum sie diesen Aufsatz, diese Hilfe für die Nüsschen, Hagennüsschen, hallo? So. Wir wissen schon, warum sie diesen Aufsatz für die Nüsschen dabei gemacht haben, weil du halt einfach in dieses lackierte, in diese lackierte Gehäuseinnenseite da die Dinger reinwürgen musst. Dunkle Brummen. Ah, hast du ja normale Festplatten noch, die dann eine Umwucht machen, ne? Oder was? Und dann da ist halt echt heiß. Ja, das ist schwierig. Aber auch da kann man natürlich dann gucken, dass man einfach entsprechend eine effiziente Konfiguration fährt. Und das kriegst du eigentlich mit Lüftern hin. Natürlich muss man dann unter Umständen dann relativ ein Schweinegeld in entsprechende Lüfter investieren, aber die nimmst du dann auch von Gehäuse zu Gehäuse mit. Traktor Silence Lüfter. Ja, nee, aber wenn du dann zum Beispiel so einen Satz Noctua Lüfter nimmst, Gehäuselüfter, die kannst du dann ja auch von Rechner zu Rechner mitnehmen. Das Brummen, das kommt auch meistens vom Festplatten eigentlich. Und auch hier gibt es wieder Modelle, die da einen sehr guten Job machen. Mein Rechner hat 4-5 Jahre, ja. Natürlich gibt es Gehäuse, die das dann auch nochmal besser abfedern, weil sie einfach besser gefertigt sind und so. Ich meine, so eine Matte ist ja jetzt nicht abwegig, ne? Grundlegend nicht. Aber meistens hast du nicht den Fall, dass Lüfter dir so eine Umwucht irgendwo reinbringen, dass da so eine Lautstärke entsteht. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, wir installieren zuerst mal das Netzteil, bevor wir das Board einbauen. Weil wir sonst oben enges Gefummel haben. So, kurz mal das Netzteil aus dem Schrank fischen. Ach ja, Intention bei dem PC war auch, irgendwann mal eine 3080 da reinzuzimmern.
Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, da müssen wir, dürfen wir beim Netzteil nicht zu knauserig sein. Und schon etwas mit Reserven nehmen, weil die Nvidia-Karten, die modernen, die haben ja leider das Problem, dass sie teilweise sehr harsche Lastspitzen haben. Und deswegen kommt da ein 650 Watt Netzteil rein. Und es ist ja vollmodular, da haben wir ja gewonnen. Dann können wir ja das Kabel einfach oben durchfuddeln, dann können wir das Netzteil nachher reinbauen. Vier Lüfter da, aber ich kann man wohl kommendes Jahr mal auf dich zu. Ja, sehr gerne. Nur zu. Da können wir auf jeden Fall was machen. Wenn sie es dann anbietet, dann machen wir da was. Und dann komme ich rum oder so. So. So, dann legen wir den hier nämlich schon mal raus. Genau, Straight Power 11, 650 Watt. Das sollte auch mit einer garstigen RTX 3080 zurechtkommen. Und hier kommt das Board. Müssen wir gleich auf der Rückseite gucken, dass wir da keine Laschen haben, die irgendwo reingreifen. Sieht super aus. Und eigentlich wolltest du das Kabel anstecken, Cracky. Du Idiot! Warum der Spitzname Cracky? Das war früher mal Crackmaster. Woher der Crackmaster kam, keine Ahnung. Hörte sich cool an für Deathmatches. Ich weiß auch nicht. Irgendwann habe ich es verniedlicht. So, müssen wir. Also, jetzt stecken wir hier den 8-Pin-Zusatzstrom an. Dass das ein geteilter Stecker ist, da könnte ich die alle für klatschen, ehrlich. So. Hochzeit! Jetzt sieht es mit den Laschen nicht gut aus. Toll. Vielen lieben Dank. Da ragte gerade einer in den USB-Port rein. Das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt aber. Ja. So. Also, warum ist das kurz schwarz? Was ist da los? Wenn es so aussieht, klappt es auch mit dem Nachbarn, dann ist alles gut. Drei Hochzeiten, ein Todesfall. Lüfter schon anschließen? Was den rückwärtigen? Nö, nö, ist alles gut. Nickname passt doch super. So. Ich glaube, Feingewinde ist the way to go. Scheiße. Schraube unten! Wir haben noch ein paar. Die haben zwei ohne Kühler. Jo, korrekt. Wenn du ja keine Datenbanken drauf fährst, das ist doch unkritisch. Xus, hau rein. Mach's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Soll ich mal morgen früh wieder auf meine Baustelle? Insofern muss ich auch mal ein Kissen besuchen. Danke, danke! Draconia Hagen, mach's gut. Gutes Gelingen. Liebe Kinder, schönen vierten Advent. Und pass auf dich auf. So.
Ja, Sebo, ne? Das ist dann ein Schreck, ne? Da muss man echt mal aufpassen mit diesen Laschen an der Mario-Shield. Doch die falschen Schrauben oder was? Sag schon mal, Bachti, viel Spaß mit der Hardware. Dankeschön. Doch die anderen Schrauben sein. Das ist doch zum Mäusemelken, echt. Was bauen wir Schönes? Wir bauen einen schönen Laptop-Ersatz hier. Einen Core i9 9900. 16 GB RAM. Ein Terabyte NVMe. Mit der Prämisse, irgendwann mal vielleicht auf eine 3080 hochzugehen. Als erstes kommt dann 1660 Ti rein. Und ja, in weiser Voraussicht für die dickere Grafikkarte 650 Watt die Quiet Straight Power 11 da rein. So. Aber halten tun die doch, oder? Alles ein bisschen verhext. So, jetzt passt's. Wuhu, Bastelnacht. Code Serial, jawohl. Ein Intel-PC. Warum ist das Gott schwarz? Das wurmt mich wie die... Wie die Laus. Warum? Auflösung stimmt ja. Why the Black Frame? Schöner Nacken kann auch entzücken. Ja, man muss halt sehen, was man macht, ne? Freutsch der Energieversorger. Naja, erstmal sind wir ja total sparsam hier. Tada! Unglaublich! So was gibt's nur hier. Haben wir da denn auch einen Lüfteranschluss? Nö. Ja, umgestellt. Ja, ich bin ja wieder auf 4K rüber. Und das erkennt ja auch die Capture-Karte. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, warum der blinkt. Ich bin wieder komplett auf die Settings. Da, 4K. Ist alles da. 30 Bilder. Es macht überhaupt keinen Sinn, warum der kurz schwarz blinkt. Toll, wir kriegen jetzt Lüfter. Wer hat nochmal Lüfterkabel geschrieben? Kudos an den Mann, die Frau. Jetzt muss ich schon wieder sagen. Warum gucken Sie nicht die ganze Zeit zu? Haben Sie einfach ein eigenes Leben? Spielen Sie einfach selber Dinge? Gucken anderen Leuten zu? Ich muss mich hier die ganze Zeit wiederholen. Kabel ist lang genug. Office PC? Mit so einem Kühler? Naja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Da ist die CPU erst später drauf geklatscht. Ja, kannst ja machen. Ich bin da überhaupt kein Freund von, das im Gehäuse reinzutuddeln. Fängt ja schon mit der Wärmeleitpaste an. So.
So, mal gucken. Wo wollen wir denn Frontpanel-Tennis? Wo wollen wir denn da hin? HD Audio muss da hinten rüber. Cracky, bitte. Ich flehe dich an. Was ist los? Lüfter erst später. Ach Quatsch, den Lüfter macht man im fliegenden Aufbau. Da kriegst du wenigstens mit der Paste alles geregelt und so weiter. Du willst doch nicht, wenn du das Board im Gehäuse hast, hier hinten das Retention Kit dran machen, DVD-Hüllen drunter legen, damit der das nicht wieder wegfliegt, dann legst du das alles hin, dann schraubst du den Bügel drauf. Das willst du nicht. Diese Musik. So. Ich kann das so schön drehen, das ist so schön leicht. Ach, guck mal hier, ja. MSI mit den abgewinkelten USB 3.0ern. Die ist geil. Das ist echt geil. So. Taschentuchpackung. Das ist doch sau umständlich. Dann doch lieber gucken, dass man den 8-Pin da oben schon mal dran macht vielleicht. Das ist halt das einzige Problem. Aber sonst? Das mit dem Lüfter war doch gerade kein Problem. So. Reset, little Susie, reset. Wenn man das natürlich neu kaufen würde, würde ich jetzt kein 1152er nehmen, sondern dann halt ein 1200er Board. Wenn man dann auf Overclocking verzichten kann, dann nimmt man halt so ein B460 oder so. Und dann macht man sich dann 10.700er ohne K drauf. Geht auch. Funktioniert auch. Der spielt auch Dinge. Und ist gar nicht mal so schlimm von der Hitze her. Ja, selbst so, hättest du halt das Netzteil erst reingeschraubt und hättest es nach oben gelegt, dann verändert man so ein bisschen die Reihenfolge. Aber dann geht das alles. Naja, das kann man auch. Jeder hat da seine Reihenfolge. Solange ihr zum gleichen Ergebnis kommt, ist es doch super. Ich bin ja froh, dass ich mich an den neuen Rechner schon so ein bisschen jetzt angepasst habe, dass ich viel früher das Netzteil reinmache. Das liegt aber an den Gehäusen, ne? Früher hast du bei den alten Gehäusen kam das Netzteil zum Schluss. Aber hier jetzt bei den modernen Cases macht es halt schon Sinn, Netzteil vor SATA zu machen und so weiter. Der RAM ist schon drin, ja. Corsair Vengeance DDR4 2400 2x8 GB. Tassa, 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 was? Dragon Balls, nicht meine Welt. It's not my world. Ja, BIOS haben wir letztes Mal geupdatet. Als der liebe Beefy hier war, habe ich mir seinen 8700K geborgt und dann haben wir BIOS-Update gemacht. Hola! So, ich kenne das Dragon Ball-Ding nicht. Saber Rider and the Star Sheriffs in the sky. Can you feel the thunder inside? Saber Rider. Make the lightning crack as you ride. Stimmt, und danach geköpft, genau. Schau gerade deine Tochter. Okay, cool. So eine Action-Serie. Gefällt sie ihr? Knight Rider. Shigul. Den baue ich tatsächlich für den Kumpel eines Mannes, einer Frau, die meine Arbeitskollegin ist.
der auch mal auf Retroladen zu Gast gewesen war. Also es gibt eine Connection. Ja, der PC wird benutzt werden. Destination mache ich es auch ordentlich. So. Kannst du das nochmal wiederholen? Okay, was haben wir hier? Okay, sehr ausführlich. Um mehr Ecken geht. Na komm, so viele Ecken sind es nicht. Das ist Grafik. Das ist P8-Stecker. Die. Das hätten. Säbelschwinger. Wo ist das Netzteil? Hey Mann, wo ist der Deinhard? Hier. Okay, Hauptsäft. Very good. PC Express. Very good. Einen zweiten PC Express auch noch dran machen, ne? Na klar. So, Drives brauchen wir gar nicht. Drives können wir weglassen. Kevin Bacon, alle Wege führen zu ihm. Okay. Noch zwei Folgen, dann ist sie durch. Krass. Also offensichtlich angefixt. Pretty nice. Hab sie nie komplett geguckt. What? Food loose. Was ist für eine NVMe? Eine Crucial P2. Kurze Pause. Holt ihr euch was zu trinken? Ich geb Blasen. Buff, tata. Wir müssen mal gucken, ob das Sinn macht, das Kabel dran zu lassen oder nicht. P4, P8. Ins Licht gebracht. Hinten legen. Fachfrage. Situation. Tomahawk. B450 Platine. Ryzen 3.6. PC bootet nicht. Kein Bild. Keine Steuergerät. LD, CPU und GPU leuchten abwechselnd auf. Nehme ich nun die GPU raus? Denn Tastatur und Maus angesprochen. LED leuchten. Nun Taste geht nicht. Board im Eimer oder was denkst du? Lief das schon mal auf dem Board? Also ist das BIOS aktuell. Gucken hier. Kampf der Würgeschlange. Das Netzteil ist ganz schön B.I.G. So. Da kommt man noch dran, oder? Können wir ja verhandeln. Können wir ja gucken. Ich lasse es erstmal so. Ich will mir noch den netten Hinweis geben. Hallo? Samba, De Janeiro. Alles neue Ware. Lief noch nie. Lief noch nie. Da kann ja alles Mögliche sein. Da kann ja auch ein Montagefehler irgendwo vorliegen. Abstandshalter zu viel gesetzt. Und so Geschichten. Ja, auf Minimalkonfiguration runter. Dem jetzt zu folgen ist schwierig, weil ich ja auch noch so ein Projekt habe, was ich gerade fertig bekommen möchte.
Minimalkonfiguration runterfahren, ne? Nur ein RAM-Stick rein, nur Grafikkarte, im Zweifelsfall im fliegenden Aufbau, auf dem Mainboard-Karton, vor dir liegend, Netzteil dran, Strom dran, Grafikkarte drauf, ein RAM-Riegel drauf, gucken, was passiert, gucken, was dabei macht. Ja, die RAM bei DDR4, die Extra-Kerbe, sollte es ja eigentlich alles einfacher machen, macht sie es aber nicht, macht es nur schlimmer. Netzteil reingeschraubt. Ja, selbstredend. Flashen kann man es nochmal und nochmal und nochmal. Mal hier hinten gucken, wo wir hier liegen, was der Ball macht. So. Wir haben so wenig Ösen hier hinten. Das ist ein bisschen doof. Ah, zum Verschieben nicht. Es gibt, glaube ich, zwei Montagepunkte, wo man ihn befestigen kann. Oder lüge ich? Ne, es gibt nur einen. Also du kannst ihn entfernen, wenn du Bock hast. Ja, du kannst den Käfig unten entfernen. Das geht. Eine 8 GB DDR3 war auch sehr unüblich. Roll dann nach links, alles in Ordnung. Roll dann nach rechts, auch nicht schlimm. Was würdest du für eine Graga für einen Ryzen 536X empfehlen? Ja, befeuern kann die CPU ja eigentlich fast alles. Im Moment ist der Grafikkartenmarkt halt ziemlich kaputt. Das ist das große Problem. Nenn mir dein Budget. Was ist deine Schmerzgrenze? Dann kann man halt sagen, was da Sinn macht. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist kein Strom drin. Dann ist der Wurm drin. Money erstmal egal. Ja, dann 3060 Ti. Viel Erfolg. Meiner Meinung nach in der Mittelklasse eine tolle Karte. Aber bis halt 500 Euro los. Ich bin jetzt von Neuware ausgegangen, wenn das Geld schon egal ist. 3,99 die FE, ja. Lieferbar nächsten Sommer vielleicht. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, dass sie bei Notebooks billiger verkauft wurde. Ich habe sie natürlich nicht gekauft, weil ich will auch kein Blödmann sein. Ich schon eine Karte da habe. Sie war da. Für 2 Minuten. Ist auch schon geguckt. Kommst du nirgendwo mehr? Yes. That's the problem. Ansonsten ist eine 2060 super für, ich sag mal, bis 400 auch sehr attraktiv irgendwo. Ist halt immerhin die Leistung einer RTX 2070. So, jetzt aktuelle Situation. Ne? Normalerweise müsste man halt verharren, gucken, dass die 3060 Ti dann vielleicht mal bei 450 irgendwo ankommt, die Custom-Modelle, und dann ist cool. Aber ja, im Moment ist der Markt leer gekauft und dementsprechend die Preise eigentlich zu hoch. Und ob es da mal eine Besserung gibt, weiß man nicht. Und dann schmeißen sie dann im Zweifelsfall wieder neue Karten auf den Markt, die dann neue Preisbereiche stopfen. Was ist das so? Hab vorgestern bestellt bei NB und laut E-Mail ist sie Montag da.
Achso, kann man sie bestellen für den Preis dort, oder was? Mindblowing. Schmeiß weg. So, ist der Computer ja quasi fertig. Kommt noch hier das Grafikgerät rein. Ja, wegen mir lege ich das Kabel hier vorne hin. Da habe ich auch kein Problem mit. 3050 mit 4 Gig. Ja gut, klar. Ist, alles. Muss sparen, wo man kann. Anreize bieten. Das ist nur 1 Terabyte NVMe. Also das reicht. Wahrscheinlich steckt jetzt im Laptop 500 oder so und der kommt damit zurecht. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Obwohl, wenn es so ein Desktop-Notebook ist, dann hat es vielleicht 2 Laufwerke drin, aber... M60C Power Color Red Devil, spackt der Treiber rum. Darf ich ein BIOS-Flash machen oder lieber nicht, weil ich Garantie verliere? Eine BIOS-Flash kannst du ja machen. Hat die nicht einen BIOS-Switch sogar? Hat die das schnellere BIOS drauf und macht jetzt Probleme oder wie? Ist eigentlich schon immer so, dass die Custom-Modelle 150 Euro mehr kosten? Nee. Das ist aber auch einfach im Moment. Bluescreens und Game Freezes. Ja, weißt du denn, ob da das schnellere BIOS schon drauf ist? Die 560T sollte ursprünglich ja mal mit deutlich niedrigerer Konfiguration an den Markt kommen. Und dann wurde sie ja kurzerhand, kurz vor Release, noch schnell geflasht. So, wir machen SATA-Kabel mit rein. Finde den Vorschlag von Matze schon nicht verkehrt. Dann haben wir es da. Ist schon okay. Können wir es mal da hinlegen. Den Kühler kannst du immer K.O. hauen. Ah, der sieht schwerer aus, als er ist. Aber ich finde das richtig irgendwie gemacht. So. Ja, ist schon komisch, ne? Du weißt also nicht, welches BIOS drauf ist. War das schon immer so mit den Bluescreens? Oder ist das jetzt erst nach einem Treiber-Update gekommen? Müsste man sich mal die Spezifikationen natürlich mal angucken und dann das mal auslesen mit GPU-Z oder so und dann einfach mal vergleichen, dass man dann weiß, was der Deckel wieder drauf. Wir werden sehen. Normalerweise wohl, der ist ja ausgebeult, ausgedellt. Danke, Beefy! Gute Nacht und nochmal danke, Beefy! Die haben ja, glaube ich, den Speicher beschleunigt auf 2000 anstatt 1750? Nee. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die haben auf jeden Fall den Speicher beschleunigt. So, SATA-Kabel drin. Müssen wir uns jetzt einmal die Grafikkarte klauen. Die steckt momentan nämlich noch im Gäste-Minecraft-PC.
1750. 1750 und dann 2000, ne? Nach dem Update waren es dann 2000, nicht wahr? Für jedes Spiel ein PC? So ungefähr. Ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. There it is. Ist geil, ne? Blauer Kühler, blaues Board. Richtig geil, oder? Also ursprünglich 1500 und dann auf 1750. Die haben doch am RAM was gemacht. Jetzt sag doch mal, was Sache ist. Ah, oh, das Lied mag ich nicht, ey. Das ist so gesungene Langeweile, wie das wie All Around Downs. Das ist ein Blue, da, 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 da. So eine KFA 2 1660 Ti. Awesome. Zack. Vielen Dank für den Follow. Was kommt da nun rein? Mal gucken. Ich da wieder eine 5-7er reinstecke. Von dem Seitenteile mischen. Meinst du, das sieht nach irgendwas aus? Naja, kannst du alles machen, ne? Lieber schwarze Seitenteile auf den roten oder so. Oder umgekehrt. Rote Seitenteile auf den schwarzen. Fake News. Was mit den Festplatten, die drin sind? Ja, das sind meine Festplatten. Die sind da drin. Danke für diesen dummen Ohrwurm. So. Es gibt ein Weiß, Blau, Rot, Grau und Schwarz. Genau. Das Schwarz und das Weiß hat halt so einen schönen matten Lack, während die anderen Hochglanz sind. Zweimal noch. Ja, wir können auch wieder Space Wedding hören. Geht auch. So, Dovida is infected. Was kostet die? Die Grafikkarte? Die ist zu teuer im Moment, glaube ich. 270, 260... Way too much. Oh, ein komischer Fleck da drauf. Guten Morgen, Bad Jonas. Guten Morgen, gönne ich dir. Das Gehäuse. 55. Ich krieg's auch nicht mehr aus dem Kopf. Ah, Hilfe! Keep it cool, Zero Cool. Mundraubritter, so ein Video fertig geschnitten und geht ins Bett. Gute Nacht! Gute Nacht, Mundraubritter! Video geschnitten? Uiuiui! Hat es was mit Musik zu tun?
Oder doch eher für den indischen Markt? Ah, priceless. Gute Nacht, Abkramer, hau rein! Wie heißt das Lied? Italian Zombie. Schieß mich tot. So, wir brauchen ja nur einen. Aber die anderen brauchen wir halt auch, wenn er mal was kütt. Wenn da mal der Busch brennt. Dann kann man da auch die anderen noch benutzen. Dementsprechend würde ich das mal sagen, wir legen die da vorne hin und dann würde ich echt so einen Klettoman nehmen. I'm a Klettman. Nee, ich habe zum Spaß Freestock-Footage zu einem Song von uns zusammengeschustert. Ach so, auch geil. Nice. Das war doch Indien, war doch richtig, ne? Okay, ich will dich nicht aufhalten. Ich möchte unbedingt mal Teardown streamen. Das sah so lustig aus beim Mutterbritter. Das Spiel hat noch ein paar Kopien verdient. So, okay. Und den einen hier für die Grafikkarte. Den lass mal von unten kommen. Harlequin-PC. Früher VW Polo. Ah ja, mit den bunten Dingern da, ne? Türkis und rot und blau und... Hat ein Prime Gaming Abonnement. Was ist denn auf, ach, von einem Prime Gaming gewechselt auf Stufe 1. Danke, Mann! Vielen Dank! Ich überlege gerade, ob das so geschickt war, hier durchzugehen. Doof mit dem Dreier. Den Dreier mal raus. Einfach da außen lang, ne? Statt da durchzugehen. Mal, sag mal. Ich glaube schon, dass es Indien war. Ungewöhnliches Wachstum gab es inzwischen vorbei. Ah, schade. Mann, Indien. Der Markt ist, der hat auf jeden Fall Potenzial. Da wohnen verdammt viele Menschen. Man müsste nur wissen, wie. Das ist wie das hyperaktive First Look von Madcow und Rip zu New Super Mario Bros. Wii, wo sie ja nur Voice-Over gemacht haben. Das ist ja das meistgeguckte Ravioli-Video. Das hat ja über 1 Million Aufrufe. Danke YouTube-Algorithmus Deutschland. Welt. Hast dir mehr Zeit genommen als die Mitarbeiter von Mindfactory? Ups. Na gut. Wir haben auch Stretch. Habe ich mir Zeit genommen? Habe ich nicht mitbekommen? Dann lief das so nebenher. Ja, Straight Power und das Gehäuse ist natürlich schon eine gewagte Kombi. Was so die Kabelstärke angeht und so, ne? Aber geht. Es geht. Ich hatte das Gehäuse eh gerade da, weil ich es einfach mal... Ich wusste schon, dass was passiert. Irgendwann musste ja was passieren. Irgendwann musste es mal soweit sein, dass man mal wieder einen Rechner baut. Aber Greg, gibt es auch eine Stufe 4? Was? Wovon? Der Rechner ist fertig, Freunde. Good night. Danke für dein Best of Mann. Schaut beim Kanal vom WTM2LP rein. Best of Bastenacht, Lost Clips of a Young Generation, singender Cracky. Nee, nicht wirklich, aber gute Laune.
Very gute Laune. Dann gibt's wieder Retroladen. Layla aufbohren und so. Layla ist fertig. Ja, wann gibt's wieder Retroladen? Wenn die Welt normaler tickt. Vom Abo. Stufe 4 vom Abo. I don't know. So, Frontblende drauf. Ha! Clean wie ein Babypopo. Na gut, hier unten ist noch Party. Also nie mehr. Ach, Quatsch. Ganz ruhig. Einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Ich weiß, das ist unser aller Zeit. Wir haben alle Probleme damit. Aber uns geht's trotzdem relativ gut. So. Geile Kiste. Guten Abend, Motorbrenner! Wup, wup! Scheiß Andersteil! Vorderen weiter unten setzen. Wir sind ja so im Grafikkartenstrom. Sonst würde ich vor den Schacht pusten. Das ist ein bisschen doof. Ja gut, Purebase kostet halt das Doppelte, ne? Und ist auch nur ein Basic-Gehäuse. Und wenn du nicht das DX nimmst, hast du sogar relativ bescheidenen Airflow nur. Aber das ist ja okay. Also das Gehäuse war jetzt auch kein... War gar nicht... Gar nicht die Frage. Ich habe gesagt, ich hab das hier und dann fertig. So, then boot me up before you go. Oh geil. Kann man was zocken mit einer vergipsten Hand? Kannst du denn noch Finger bewegen? Es gehört einfach nicht hierhin, Biggie. Das ist alles. Wir sind hier, um gute Laune zu haben. Fertig. Keinen politischen Diskurs zu führen. Das ist einfach nicht Sinn der Sache. Gehört nicht hierhin. Und jetzt kriegen wir gerade Orgasmen beim Folie abziehen. Ist auch ein bisschen Gaga. Moment, brauchst Zeber. Okay, wir machen mal von vorne. Ist ein bisschen kopflastig, aber solange das Ding jetzt nicht mitten im Raum steht, ist es doch ziemlich in Ordnung. Nee, ist Acryl. Oh, nochmal. Wir wollen es ja schon. Ich will es ja nicht zerkratzen. Kann jemand anders machen. So. Hört ihr mit dem Rechner laufen? Ich nicht. Weltklasse. Funktioniert er denn? Vielleicht. Es gibt auch von Fractal das Meshify C zum Bleistift. Hat dann auch Gilas. Gillette! Gehäusen sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde das Gehäuse fürs Geld voll in Ordnung. Es hat viele Optionen. LAN-Test. Ja! Mint Linux rein. Funktioniert LAN. Kann das Mint Linux auch mit Intel so gut? Bestimmt. Zack. Insert Meister Proper and be happy. Das Beste ist das Define 7. Ich finde, es gibt für alle Anwendungsgebiete verschieden gut geeignete Gehäuse.
Na gut. Na gut, wenn kein Stufe 4, dann muss es noch einmal so gehen. Ups, Shamrock 1000, Shamrock 100, Shamrock 1. 0, 0, Shamrock 100, Shamrock 100, Shamrock 100. Sebastian! Dankeschön! Wupp, wupp! Ich glaube, das BIOS müsste noch aktuell sein. Ich denke nicht, dass da was Neues passiert ist. Ach, danke dir für den Support, Mann. So, Load, Restore Defaults. Very nice. Ich weiß gar nicht, gibt es beim RAM XMP-Profil? Könnte, ne? So ein bisschen die Timings so. Okay. Gut. Wie war das bei MSI? Bei MSI war doch auch F11, oder nicht? So wie sich das gehört. Das Tomahawk ist schon ein cooles Board. Ich mag das. Danke nochmal für den Clip. So, UEFI's haben das. Genau, auf geht's. Cinnamon. What? No Windows? Denn wir wollen ja wissen, ob es LAN geht. Kann durch veraltete CPU-Version, BIOS-Version die CPU gedrosselt werden? Möglichkeit besteht. Tendenziell werden die CPUs bei Intel aber sogar mit neueren BIOS-Versionen langsamer, weil sie Fehlerbeseitigungen betrieben haben. Ja, LAN funktioniert. Diesmal hat es nicht knack gemacht. Nee, aber es war auch wieder... Es war ein gewisser, eine gewisse Anspannung war da. Aber wie schön, im Produktnamen ist der Chipsatz vermerkt. Es ist doch toll. Das ist ein schönes Board. Tomahawk. The Spirit of the Tomahawk! Ich glaube, das BIOS ist aktuell, ne? Da, siehst du? Microcode wegen Security. Aye, Hame, Ha! 7B41A. Ist es das? Ja, ist aktuell. Okay. Auto-C habe ich nie mit rumgespielt. Ich würde aber ein Ryzen nicht übertakten. 36X würde ich nicht übertakten. Wofür? Ist nicht notwendig. Ganz ehrlich nicht. Awesome. Na dann mal runterfahren. Und Windows drauf bügeln. Ryzen 757. Ryzen 757 gibt's doch gar nicht. Oder? Moin Action! So. Also dann Windows-Stick. Kann man 36 XT auf 5 GHz übertakten? Mit Flüssigstickstoff? Ja. Nichts für die Praxis, aber ja. Ganz nett hier, ne? Blinkt ein bisschen. Das ist keine RGB, keine RGB-Tennis und man kann ein bisschen gucken, was da drin so passiert. So.
R737X. Taktet der entsprechend niedrig oder? Was, wo ist die Leistung zu gering? Was, what's the problem? Windows. Hier weiß ich jetzt nicht, wie die bevorzugte Aufteilung ist. Von daher lassen wir es mal auch einfach mal am Stück. Ja, dann erzählt er dir aber gequillten Käse. Wavy-Mode nicht vergessen. Ich glaube, das Board kann sogar gar kein Legacy. Er taktet zu niedrig. Definiere, er taktet zu niedrig. Wie taktet er denn? Wenn du zockst. Ich installiere das Windows aber im UEFI-Modus. Das ist alles grün. Wie taktet dein 37X? 4.1, 4.2? Völlig normal. Das ist zu wenig, definitiv. Das kann aber bei den Ryzen sehr, sehr viele Gründe haben. Das kann das Powerprofil alleine sein, zum Beispiel, dass das Falsche ist, dass da der Chipsatztreiber nicht installiert ist und dass er deshalb in einem Status Quo verharrt. Also BIOS-Update, wenn er sonst soweit stabil läuft, kann man natürlich machen. Aber man kann es auch BIOS zurücksetzen, Chipsatztreiber aktualisieren, korrekten Sitz des Kühlers halt kontrollieren. Also Dinge. Es gibt schon eine ganze Menge, wo man ran kann, wo man drauf achten kann. Und dann, da wir jetzt das Arsenal Gaming Logo sehen, ist das halt UEFI-Modus, also das passt schon. Machen auch nur eine kurze Testinstallation, dann machen wir gleich Schluss, weil morgen muss ich auch noch lebendig sein. Cracky, wie viel hast du mal 1700er? Den 1700er, den hatte ich auf 3,7 meistens. Gute Nacht, Svenolina! Eine Grafikkarte holen möchte, würdest du die Sapphire 57 XT empfehlen? Kostet circa 560. Viel zu teuer, Matt Royce. Gottes Willen. Niemals für den Preis kaufen. Bitte. Die Sapphire-Karte soll super sein, aber nicht für das Geld. Prioritäten. Puls ist lebendig genug. Oh, very good. Gute Nacht, Mr. Demon! Wupp, wupp! Danke fürs Einschalten. Prophet Voice, danke für den Support und gute Nacht. Augenlider glätten ist eine gute Idee. Mir fallen sie langsam auch so. Ja eben, da kriegst du schon eine 3060 Ti, die ist deutlich stärker. Macht überhaupt keinen Sinn, die 57 XT zu nehmen für das Geld. Echt, für die Kohle 3060 Ti, wenn man jetzt unbedingt kaufen will, dann bitte das Geld viel sinnvoller investieren. Gut, 3070 habe ich für das Geld noch nicht gesehen. Die geht so bei 650 los. Zurzeit. Z. Aber ich gucke auch nicht alle 3 Minuten. Nee, 57 XT ist normalerweise irgendwo 350 Euro. Das ist okay, aber persönliche Verwendung.
Aber in Anbetracht der 399, die aufgerufen werden für eine 3060 Ti Founders Edition, muss man natürlich für das Geld kaufen können auch. Ne? Soll aber wohl möglich sein. Sorry, Offline-Konto. Test. Eingeschränkte Erfahrung. Ich habe mich verklickt. So. Fake News. Das ist wie damals mit der Vega 56. Die habe ich auch für 399 bekommen. Muss zu schnell sein. Hallo. Cricky, auf welchem Planeten? Erde. War auf jeden Fall Erde. Und Alternate. Alternate war mein Freund. Gehäuse bei Alternate für 40 Euro. Dumpingpreise. Aber siehst du. Schwarze Schau bestellt. Doch, doch, das ist voll in Ordnung. Einfaches Budget-System. Pretty cool. 499, 3070. Ja, ne? Und 699, die 3080, oder wie war das? Theoretisch. So auf dem Papier, ne? Hallo Edge, what's going on, Edge? Gern geschehen, Retrozocker. So. Jetzt machst du komplett Mashup oder was? Mashup Little Susie, Mashup. Aber du kannst ja theoretisch nur die Seitenteile tauschen, ne? Der Rest ist ja vernietet, leider. Da musst du dann halt schon selber entnieten, neu nieten. Wenn du Deckel machen willst oder so ein Kram. Frontblenden kannst du natürlich auch tauschen. Bring mich nicht auf dumme Ideen, Mann. So, MSC. Ja, ja, Front kannst du tauschen. Ja, stimmt. Dann hast du ja gewonnen. Rückseite ist ja eh immer schwarz. Oder ist die Rückseite auch lackiert? Nee, die Rückseite ist auch lackiert, ne? Moment, ich guck mal gerade. Ja, das ist rundum lackiert, ja. Weiß und blau, ja, und rot und schwarz. Craziness. Ja, wenn du mal was hast, dann pack die Fotos auf jeden Fall mal auf den Ravioli Discord in den Fotosbereich. Das ist. Du bist schuld! Ja, ich verkaufe Hardware. Ist überhaupt nicht meine Absicht. Tomahawk. Hättest du sie doch mal bei JZ Elektronik bestellt? JZ, na gut, er verkauft sie ein bisschen teurer. Er will halt auch nicht die ganze Zeit. Er muss sie auch verpacken. So. Was hat er denn hier Schönes? Der 3060 Ti für 525. 3070 Gaming X Trio im Zulauf. 710. Okay. Naja. 3070 for the win 3 Ultra. Wie sieht es bei Radeons aus? Kriegt er nochmal was? Im Moment nicht. Allein, dass der 3.6er wieder über 200 Euro kostet, ist halt so Amok. 5.6x da. 5.8x da. 5.9x da. 5.59x da. Yippie! So.
Der ist aber schön klein. Der ist aber relativ groß. Ach, denn wie für ein LAN-Treiber? Was? Ja. Also beim Preise nachschauen echt schmunzeln. Ja, hab ich recht oder habe ich Unrecht? Was ist mit Intel? Intel 8 Kerne. Hier. 293. Ja. Ist wirklich so. Die kaufen keine mehr. Jetzt haben die Lager voll. Jetzt wollen die das halt auch dann irgendwann mal an den Mann bringen. Und wir haben jetzt hier den 99, der kostet 311. Wenn man noch ein älteres Board hat. Und vielleicht mit einem 8700er unterwegs ist oder sowas, aber ist halt nicht so das Riesen-Upgrade, weil IPC hat es ja nicht verändert, aber schon cool. So. Das hat man halt nicht so auf dem Schirm, ne? Aber wenn man ja ehrlich ist, so fürs reine Game konnte nicht heruntergeladen werden. Intel Network, Ironie des Schicksals. Ja, letztendlich haben sie die neuen SoC-APUs von Apple gezeigt. Okay. Ja, der 36XT soll ja gut sein, ne? Ja. Wenn es ums reine Game geht, sind die top. Wer mehr will, dann... Ja. Dann geht da schon was. Ja gut, aber ob nach den 5000ern nochmal was auf ARM4 passiert, sei mal dahingestellt. Findest du eigentlich Corsair 4000 Gehäuse? Kenne ich leider nicht. Start. Was? Corsair 4000? Ich urteile normal nicht an Corsair 4000. Achso, IQ. Ja, ne? Ich bin nicht so der Fan von diesen Scheibe vorne an und Lüfter dahinter. Das ist so... Aber sieht edel aus. Preis scheint auch fair zu sein. Das Weiß hat was mit diesen grauen Applikationen, wenn das hier grau ist. Weiß-grau ist geil. Das finde ich geil. So, feuerfrei, Neustart. ARM 4 Plus oder vielleicht sogar ARM 5. Wer weiß das so genau? Die Glaskugel ist bestimmt schon wieder zugestaubt. Die hole ich jetzt nicht runter. Ich möchte ehrlich gesagt ins Bett. Aber ich möchte auch noch mal kurz gucken, wie der sich verhält vom Takt. Dafür muss ich aber erstmal kurz die Treiber installieren. Wir haben meine Maus und Tastatur verloren. Da ist sie wieder. Moin Moin, Joe Evil Black. Grüß dich. Ah, wir haben einen Computer gebaut, falls die Frage kommt. Ein Z370 Tomahawk, ein Core i9 9900, eine GTX 1660 Ti. Und da keiner mehr Zewa hat, habe ich die Folie wieder drauf gemacht.
Wir müssen schon wieder neu starten. Aber können Sie gerne nochmal abziehen. Der Kühler ist ein Fermerite Macho Direct. Macho Direct. Das Ganze soll ein Notebook beerben, ein 7700er, eine 1060er Mobile, 1070er Mobile, weil das Ding mittlerweile zu heiß läuft. Und wir haben für Reserve gesorgt für ein eventuelles RTX 3080 Upgrade in ferner Zukunft, indem wir einen 650 Watt Straight Power 11 da reingezimmert haben. Tada! Und wieder drauf. Also. Der Netzwerktreiber noch. Der Idle-Verbrauch bei Intel ist halt geil, ne? Guck mal, 35 Watt. Hat er ein Problem mit meinem Windows-Stick oder was? Da ist er doch wieder. Die heimliche Intel-Liebe. Der Idle-Verbrauch macht AMD Intel nix vor. Das kriegen die gut hin. Das ist definitiv eine Baustelle. Das sind halt missbrauchte Laptop-Chips. Ja, ja. Cinebench Tennis in the morning. Ja, Corsair 4000D, ja. Hört sich gut an. Ah, okay. Noch mehr Zen 3 Dunst. Wie es alles schaffen zu vermucksen, ja, die fummeln halt, die fummeln alles kaputt. Ist wie wenn ich. Hardwarepreise aktuell. Bis auf Grafikkarten und AMD-CPUs eigentlich ziemlich gut. Ja, Schnaps sein. So wegen USB. Ja gut. Der Windows-Stick halt.
Schließen. Oh, nehmen wir uns noch die HW-Info. Ach, die Intel sind aber preislich völlig in Ordnung. Acht Kerner für 300 Euro kannst du doch nicht meckern. Oh, 4, 8, 4, 9. Uiuiuiuiuiui. Ich weiß gar nicht, ist der normale 9,9er eigentlich verlötet? Ja, bis da von Intel was für Spieler bei abfällt, dauert es aber noch. Ich weiß gar nicht, der normale 9,9er wahrscheinlich nicht, ne? Octa-Core. Passte. Hier steht Passte. Feuer frei, Feuer frei. 4,6. Jawohl. Neunzehn sechsundzwanzig. Zack. Ja, so ein 37X, der macht halt hier 2100 Punkte. Dafür ist der Intel in Games schneller, also insofern, das gleicht sich schon aus. Da ist jemand müde. Ach, guess what? Neunzehn null neun. BVB. R20. Hopp. Haben die gegen FC verloren? Im Ernst? Ach du Schande, ehrlich jetzt? Ich verfolge Fußball ja nicht. Vor 3 Wochen. Achso, okay. Na gut. Ja gut, ...4,5... ...Sub 90, ist ja okay. ...4623. Und dann noch... ...R23, gucken wir mal, was er da... Was ist das, ein Laptop? Nee, Computer. Und Feuer. Ein i9-9900 ohne K. Wie der sich so in Games gibt, das muss man sich da mal in Ruhe angucken. Dann werde ich nochmal den zukünftigen Besitzer interviewen, wie er sein Windows gerne hätte. Und muss ich mal gucken. Weiß ich nicht, ob ich da noch die Möglichkeit habe, mal ein kurzes Video zu machen oder so. Müssen wir mal sehen. Hier ist jetzt natürlich interessant zu sehen, so was so nach 3 Minuten passiert, ob der Takt da bleibt, wo er ist. Aber Mission geglückt. Herrlich unkompliziert. Genau, der ist nicht verlötet. Habe ich ja gerade auch schon bei Geizhals rausgesucht.
Ist die Konkurrenz nicht die 2000er Serie? Was denn von Ryzen oder was? Naja. Ich weiß gar nicht, wann kam denn Intel mit den 9ern ums Eck? Als der 2700er da war? Ja, ne? So direkt gesehen schon. Ich meine, Multicore-Performance und im Multicore, was dann halt im Cinebench abgeliefert wird, waren die Ryzens immer vorne. Dafür ist halt die Pro-Takt-Leistung dann da jetzt beim Intel besser im Vergleich zum 2000er und zum 3000er Ryzen auch. Dass du dann halt meistens in Games die Nase vorne hast, wenn denn der Prozessor der limitierende Faktor ist. Gegen die 5000er Ryzens sieht es dann natürlich wiederum schlecht aus. Aber so bist du von der Leistung her schon ganz vorne dabei. Was für ein Kühler drauf? Der Thermalright Macho Direct. Das mit Heatpipe Direct Touch. Macht einen guten Job für meine Begriffe. Dafür, dass die CPU nicht geköpft ist. Noch keine 90 irgendwo gesehen. Ist das schon voll in Ordnung. Was sagen die Spannungswandler eigentlich? Frage, ob wir einen Sensor dafür haben. Moss. Dr. Moss, 78. Ziemlich grün. Kennst du Tucker 2 noch? Na, selbstredend. Tucker 2 ist Granate. 99K, Oktober 18. 27X, April 18. 37X, Juli 19. Ja. Oh. Und so viel hat sich bei den Intels nicht getan. Ich meine, die modernen Zehner, die takten halt einfach allgemein nochmal aggressiver. Ja. Aber von der reinen Pro-Takt-Leistung ist es kein gravierender Unterschied. Und bisher sieht es ja so aus, als würde der einfach durchpowern mit 4,5. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Toka 2 auf dem aktuellen Rechner. Oh wei, oh wei. Entspannte Zuschauerzahl. Ja, sehe ich auch so. Frag mich, wie viele davon schlafen vor ihrem Handy oder so. Aber ich will jetzt auch nicht schreien. Ja, keine Ahnung. Also ich kenne eigentlich keinen 3000er Ryzen, der nicht piekt. Aber vielleicht war auch einfach die Sockspannung zu hoch wegen dem RAM und dem XMP-Profil. Das sind alles so Vermutungen. Einfach laut Alexa sagen. Alexa, aktiviere den Pups-Generator. Hier schläft niemand. Party 100. Servus Bromi, warum konnte sich der 99K nicht so benehmen? Guck mal. Finde ich ziemlich in Ordnung gerade, was er hier macht. Einfach reinbauen und glücklich sein. Ist für 315 Euro voll okay. So sehe ich das. Ja. Naja, der Luftkühler taugt. Thermalright ist super. Erda. Erda am Bett. Wir wollen schlafen. Keine Schönheit, aber effizient. Der 99K war ja auch kaputt. Das hätte er mir mal sagen sollen. Ich weiß gar nicht, hatte ich danach nochmal einen 99K?
Kavi kaputt, Kappa. Aber er drückt durch. Kein. Oh, ich. Ja, gut, es hängt halt natürlich vom Mainboard ab, ne? Aber er pusht durch. Er wird nicht zu heiß. Ja, 91 ist jetzt eine rote Zahl. 100 darf er. Also insofern alles cool. Jetzt ein 99 KF drin, ja. Genau. Aber ich sag's mal so, das ist jetzt auch erstmal ein Investment von 800, 900 Euro. Das muss man halt auch erstmal irgendwo aufbringen. Und dann hat man halt die Option, später auf eine größere Grafikkarte zu gehen. Gar nicht so verkehrt, jetzt bei der Karte vielleicht ein bisschen zu sparen und dann halt in Zukunft, wenn die Preise sich vielleicht mal normalisieren sollten, auf was anderes zu gehen. Fast 8 Stunden Bastelnacht. Nicht schlecht, nicht wahr? Die 3060 Ti, angedacht war jetzt das Aqua, bin aber auch noch mit mir am Hadern, ob ich sie vielleicht doch ins Racing Rig packe. Muss man mal sehen. Da guck mal, Core 2 ist der Hitzkopf. 93 Grad hat der schon gerissen. Aber man muss halt immer bedenken, das ist jetzt ein Dauerrender-Szenario mit AVX2-Belastung. Das ist halt nichts, was ein Game macht. Nicht ansatzweise. Und solange man nicht so Scherze fährt wie X265 Benchmark und gleichzeitig Quake 2 RTX, da wirst du auch nicht schneller von. Ich glaube, deine Buttonbox macht dich auch nicht schneller, aber es macht halt Spaß, nicht wahr? Du kannst halt an der CPU nichts machen, aber ich finde das doch total annehmbar. Das sieht immer so wenig aus, wenn du dir das anguckst. 3,1 GHz Grundtakt oder so, aber das ist ja nichts, was repräsentativ ist. Wenn du jetzt All-Core 4.5 machst, Kabel löten, hast keine Lust zu. Ja gut. Servus, der Dog, du bist ja immer noch wach. Kabel löten, ja, löten ist knifflig. Löten hat für mich immer so ein bisschen Unkontrollierbares und das finde ich schlimm. Er hat gleich die 10 Minuten durchgestanden hier. Ja, die Powerlimits sind vom Board aufgehoben, ganz klar. In der Standardeinstellung. Ist ja okay, also akzeptiere ich so. Kommt natürlich immer darauf an, was du für ein Board hast, ne? Ein anderes Board, was das dann nicht mitmacht, aber so. Die Temps sind heftig. Meinst du jetzt für Luftkühlung oder im positiven Sinne? Ja. Klar sind es keine 5 GHz, aber die kriegst du ja auch nur mit dem Presslufthammer da durch. 90 plus sind keine guten Temps.
Für ein Intel mit Wärmeleitpaste dazwischen völlig in Ordnung. Aber völlig in Ordnung. Moinsen, wo ist mein Jack? 12.061. Und zack, 40. So. Ah, wir müssen mal gucken, was wir nächsten Samstag machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Dr. Moss bei 93, auch völlig grün. Rechner schreit nicht. Lüfter war mal bei 1200 Umdrehung. Das hier ist ein Auslesefehler. Perfekt. GTL. Da müsste ich mir mal endlich mal Gedanken machen, was wir für Autos haben wollen, was wir für Strecken haben wollen. Und wie gesagt, das ist... guck mal, NAD 15, 84 Grad. Ja. 99K. Der NAD15 kostet etwas über das Doppelte. Eine Woche Zeit. Ja, auf geht's. Ab ins Bett. Apropos GTL, können wir dann jetzt den Alpha Hero überfallen oder was? 24 Stunden Kialami. Dann schicke ich euch nämlich zum Rennen rüber. Wenn die Möglichkeit da ist. Ah, ich muss ins Bett jetzt. Batman. Schön ausgiebig. Zwei Computers. Welt des Klasses. Du, wie das ist auch nicht live. Puh. Dezent enttäuscht vom Universum. Ich wollte keinen Kompromiss. Ja. Und der Firmwright Macho Direct, der passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Also wie gesagt, es sind gute Temperaturen. Wärmeübertragung funktioniert. Selbst drehen, du würdest 20 Grad sparen, wenn du das Ding köpfen würdest. Ist es notwendig, weil wir übertakten wollen, können, würden, tun? Nein. So, wie heißt denn der Alpha Hero jetzt? Wo ist denn der jetzt? Warum sehe ich den nicht? Ja, manche suspekte Streams, die man da sieht. Wissenschaft und Technik. Was macht der denn da? Virtual Dimension ist abwesend. Und Garantie verlieren. Ja, also... Ja gut. Gewährleistung existiert. Schreibt er sich so? Nee. Shit. Streamen die Jungs das nicht? Kia 100. Kia Lami. Ach, Alpha Hero mit Liedschrift. Sehr, sehr erdreiwing. So, dann fiebert mit. Alle, die nicht schlafen können. Danke für die Bits nochmal. Assetto Corsa Competizione beim lieben Alpha Hero. Benehmt euch. Ansonsten hüpft ins Bett. Zacki Bum. 24 Stunden. Kialami, ab nach Afrika. Tell me what you're doing. Ist das der richtige Alpha Hero? Er muss es sein. Komisches Bild. Ich hoffe doch. Tschö. Gern geschehen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid awesome. Tschüss, liebe YouTuber. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Bringt ihn nicht aus dem Konzept.